Schön, dass du eingeschaltet hast. Machen Avocados dick? Das fragen sich wahrscheinlich alle Menschen als allererstes. Dazu schauen wir uns erstmal die Studie an, die vor kurzem erst veröffentlicht wurde. Vor 3 Monaten kam sie endlich heraus. Alle haben drauf gewartet. Die Studie ging über 55.000 Probanden. Ein Jahr lang. Das gab 3 Gruppen, die ohne Avocado, die unter 32 Gramm davon verzehrt haben und die über 32 Gramm Avocado am Tag verzehrt haben. Sehr gut aufgebaut, dort wurde Rücksicht genommen auf den BMI, Abstammung, Kalorien und so weiter, die verzehrt worden sind, Vegetarier oder nicht und so weiter. Schauen wir uns die Ergebnisse einmal an. So sehen wir, dass der BMI, ja, das heißt von der Avocado-Gruppe, die unter 32 Gramm Avocado verzehrt haben, zu jener, die kein Avocado verzehrt haben, gesunken ist. Und die, die mehr als 32 Gramm Avocado am Tag gegessen haben, sogar noch weiter gesunken ist. Ja? Also in der Conclusion steht, zusammenfassend lässt sich sagen, dass die übliche Avocado-Einnahme mit einer geringeren Prävalenz von Übergewicht einhergeht und die Gewichtszunahme Erwachsener bei normalgewichtigen Personen im Laufe der Zeit in einer gesundheitsorientierten Population abschwächt. Höhere Mengen der gewöhnlichen Avocado-Einnahme gehen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einher, Übergewicht und oder fettleibig zu werden. Um das nochmal zu verifizieren, das sehen wir auch in einer anderen Studie, ja, von 17.000 Probanden, die alle das gleiche zu essen bekommen haben. Das sehen wir hier nochmal aufgelistet. Ja. Und es kam zu den Ergebnissen, ja, niedrigerer BMI und Körperumfang und erhöhter HDL, das heißt, wir wollen natürlich, dass LDL und HDL sehr eng beieinander sind. Das trägt natürlich dazu bei. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, woher kommen diese wunderbaren Ergebnisse? Und dann kam ich auf eine sehr, sehr interessante Studie, auf den Blutzuckerspiegel. Randomisiert, dementsprechend Kontrollgruppe. Ja, es gab dann dementsprechend Avocado, ja, eine halbe und eine ganze. So, das heißt keine Avocado, halbe und ganze. Des Weiteren zum Frühstück wurde dann dementsprechend gegessen. Bagel, Zucker, Honig, Salat, Früchte, Käse, Haferflocken und das dementsprechend auch Avocado. Schauen wir uns den Blutzuckerspiegel aller 3 Gruppen einmal an. Hier sehen wir zum Beispiel zur Kontrollgruppe dann 8 am allerhöchsten. Und die, die eine halbe oder eine ganze Avocado gegessen haben, haben niedrigere Blutzuckerspiegelwerte. Ja? Und des Weiteren auch niedrigere Insulinwerte. Das ist das Hormon, welches den Zucker und das Fett aus deinem Blut in die Zellen zieht. Die Studie zeigte ebenfalls, dass es keine negativen Effekte auf den HDL, auf den LDL-Cholesterin sowie den VLDL-Cholesterin. Schauen wir uns die Frucht nochmal etwas genauer an, die Avocado. Hier sehen wir im Vergleich zu anderen Nüssen zum Beispiel, ja, die Avocado sehr viele einfach ungesättigte Fettsäuren. Ja. Das heißt doppelt so viel Ballaststoffe wie normalerweise. Nüsse so haben sehr, sehr viel Kalium, doppelt so viel Kalium. Ja. Und es weiterhin auch bis zu 10-mal mehr Vitamin K und Folat. Das heißt, sie ist alleine schon sehr, sehr nährstoffreich. Ja? Aber jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges, und zwar Glutathion. Das ist das wichtigste intrazelluläre Antioxidant der Spezies Mensch überhaupt. Ja? Es steuert so gesehen die Entgiftung, ja, auch die Entgiftung von Schwermetallen, wirkt als Antioxidant, wirkt gegen Krebs und so weiter in deinen Zellen. Das ist, damit steht und fällt quasi dein Alter auch unter anderem. Ja? Wie alt du wirst und solche Sachen. Ja? Und zwar schauen wir uns einmal eine Studie an, ganz, ganz wichtig. Da geht es an der Tabelle von Lebensmitteln. Ja? Hier sehen wir zum Beispiel Lebensmittel mit 9,9, die Erdbeere Milligramm auf 100 Gramm. Ja? Schon sehr, sehr viel Glutathion, ja? Das wollen wir ja haben. Spinat 12,2, schon wirklich der Kracher hier. Kürbis mit 11, auch sehr, sehr gut dabei. Und jetzt kommen ein paar Klopper. Und zwar muss ich dazu sagen, handelt es sich hier um Fleisch. Ja? Frittiertes und gekochtes Fleisch. Die Sache ist halt die mit dem Fleisch. Dass Fleisch ein gewisses Maß an Proteinkonzentration ist, weil das Wasser ja alles verdampft ist schon beim Kochen. Und das Glutathion ein Tripeptid, das aus 3 Aminosäuren besteht. Und Aminosäuren ja die Proteine erstmal bilden. Von daher an ist Fleisch ein wirkliches Aminosäurenkonzentrat. Und damit erreicht das Fleisch Werte von 32 Milligramm auf 100 Gramm. Ja, sehen wir hier, was natürlich damit zusammen mit dem geringen Wasseranteil. Okay, mir fehlt Blatt 2. So, und jetzt möchte ich euch einmal die Könige zeigen. Wir wissen alle, dass Früchte ja allgemein 80-90% Wasser beinhalten, das Fleisch natürlich deutlich weniger und damit das Fleisch natürlich sehr, sehr hohe Werte erreicht von 32. Schauen wir uns aber die ganzen Sachen hier nochmal genauer an. Der Spargel und die Avocado 27 und 28 Milligramm, nochmal mehr als das Proteinisolat, das frittierte Fleisch, und das ist wirklich unvorstellbar. Das wissen die allerwenigsten Menschen leider. Das ist sehr, sehr schade. Von daher schaut unbedingt immer meine Videos, damit ihr solche Sachen noch erfahren, falls eure Gesundheit irgendwas wert ist.
Nun wollte ich nochmal aufklären über die Fette in der Frucht, ja, weil das natürlich viele jetzt fragen wollen würden, wie das denn dementsprechend ist. Ich habe ebenfalls eine Fettreihe schon gemacht, ja, eine Playlist. Da wird eigentlich alles gesagt, ja, nur viele kommen wieder dazu, viele springen wieder ab, denen Gesundheit anscheinend nicht mehr wichtig ist, ihre eigene. Deshalb gucken sie den Kanal nicht mehr, keine Ahnung. Ich kann es nicht verstehen, aber da ist auf jeden Fall alles schon gelistet. Falls ihr euch ein bisschen mehr einlesen wollt, könnt ihr gerne in meine Playlist einmal reinschauen. Einfach ungesättigte Fettsäure, nochmal ganz kurzer Exkurs. Die haben eine Doppelbindung, deshalb heißen die einfach ungesättigte Fettsäuren. So, mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben mehrere Doppelbindungen. Die Omega-3-Fettsäure hat mehrere. Und warum heißt die Omega-3? Weil das drittletzte Kohlenstoffatom eine Doppelbindung ist. Omega-6 an dementsprechend das sechstletzte. Diese neigen dazu, gerade beim Kochen oder beim Braten vor allen Dingen, auch viel, viel schneller zu Transfettsäuren umzulagern. Wie passiert das Ganze? Einmal ganz kurz erklärt. Bei einer Cis-Konfiguration, das ist die, wenn die beiden Wasserstoffatome auf einer Seite sind im Molekül. Die können sich auch nicht willkürlich drehen, weil die Doppelbindung das eben verhindert. Das ist die natürliche Form, die Cis-Konfiguration. Wirkt nun Wärme darauf und sehr viel Wärme, zum Beispiel beim Braten, ja, dann werden ja Temperaturen erreicht, die normalerweise nicht mit Wasser erreicht werden können, weil Wasser dann vorher verdampfen würde. Dann passiert Folgendes, die kommen sich immer weiter in die Quere, die Wasserstoffatome, immer weiter, bis sie sagen, Bruder, ich muss los. Dann ist auch schon genug Energie da, um die Doppelbindung aufzubrechen. Das eine Wasserstoffatom wechselt auf die andere Seite, jetzt haben beide wieder sehr viel Platz füreinander. Die Transkonfiguration ist geboren und diese hat natürlich sehr, sehr schlechte Eigenschaften für unsere Gesundheit. Wo waren wir nochmal? Genau, bei einfach ungesättigten Fettsäuren. Und auch hierzu gibt es eine wirklich riesige Metastudie mit 841.000 Menschen. Und das wurde das relative Risiko bestimmt. Alles über 1 sagt mehr einfach ungesättigte Fettsäuren, höheres Sterblichkeitsrisiko. Alles unter 1 sagt mehr einfach ungesättigte Fettsäuren essen, weniger Sterblichkeitsrisiko. So einfach ist das Ganze. Schauen wir uns den Graphen einmal an. Wir sehen hier deutlich die Sterblichkeitsrate, ja. Die allgemeine Sterblichkeitsrate sehen wir unter 1 bei dem Verzehr von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ebenfalls das kardiovaskuläre Risiko auch gesunken, auch unter 1. Allgemein konnte gezeigt werden, dass das Risiko, ja, allgemein frühzeitigen Todes zu sterben, um 11% dabei sinkt mit der vermehrten einfach ungesättigten Fettsäurenverzehr. Ebenfalls das kardiovaskuläre Risiko um 12% sank und das Schlaganfallrisiko um 17% gesunken ist. Das sehr, sehr Interessante, im nächsten Satz kommt dann dementsprechend, es konnte festgestellt werden, ja, beziehungsweise genauer genommen, es konnte keine Korrelation festgestellt werden, kommt jene Fettsäure aus tierischen und pflanzlichen Fettsäuren, das heißt eine Mischform, ergab es keine signifikante Änderung der Endparameter. Deshalb lebe ich auch unter anderem vegan, nur mal so. Interessant war auch, was war auch zu sehen zum Cholesterinwert nochmal, da wurden einige Probanden 50 Tage Avocado-Gabe, da gingen die Cholesterinwerte, hier sehen wir, runter. Dann 50 Tage wurden kein Avocado mehr gegeben, gingen sie wieder nach oben. Dann 50 Tage wurde wieder Avocado gegeben, gingen sie wieder nach unten. Ja? Sehr, sehr schön verifiziert nochmal, von daher eure Angst möchte ich auch hier einmal nehmen bezüglich Avocado. Natürlich ist es nicht das Wirtschaftlichste, es benötigt sehr, sehr viel Wasser zum Wasseranbau, das muss man immer bedenken bei diesem Lebensmittel, das so als Hinterkopf. Das war aber nicht, darum geht das Video aber nicht. Ja? Wir gehen nicht auf die ethische Sicht ein, wir gehen nur auf die gesundheitliche Sicht ein. Und ich finde, Avocado ist meiner Meinung nach ein richtiges Superfood. Das von meiner Seite. Ich hoffe, einigen konnte die Angst nehmen diesbezüglich, beziehungsweise die Hingabe verstärken. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Wirklich nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Nur 10% der Menschen haben diese Glocke aktiviert. Das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Ich würde mich ebenfalls sehr freuen, auf vitasomal.de euch zu sehen. Meine eigene liposomalen Supplements mit 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit. Das unterstützt natürlich diese Seite, unterstützt mich sehr, sehr gerne dabei. Bis gleich auf vitasomal.de. Hoffentlich, wir sehen uns. Danke fürs Zusehen. Ciao.